artikuliert ist das Begehren, gerade weil es nicht artikulierbar ist. Im Proton Pseudos wird das Mangelhungerloch generiert, das nie vollständig auffüllbar sein darf, damit es sich immer weiter wiederholt zu artikulieren als Hunger, als Begehren, als unerfüllbare Begierde. Einerseits also sind wir nichts anderes als Polypenschläuche, die nur eine einzige Aufgabe haben, das Hungerloch und das Fortsetzungsloch in ihnen immer wieder auffrischen zu lassen und zu stillen, zu roborieren, anfrischen zu lassen. Und andererseits sind wir diese wundersam komplexen Wesen, aus denen es innerhalb dieses Schlauches spricht. Der Hunger, der artikuliert ist, nicht nur lediglich in Fleischesbatzen, sondern der sich als genießendes Fleisch nur zu stillen vermag, durch silberne Silben, durch Buchstaben, durch Grammatiken, Logikogrammatiken eines Sprechens, das seine eigene Semantik und Struktur hat, die eben in einer Nichterfüllungsstruktur liegt, sondern in einer immer weiter zu verflechtenden Nichtauffüllungsstruktur. Eine Artikulation als Nichtartikulation. Das erste Gelenk, das deshalb ein Gelenk ist, weil die Knochen, die unter dem Fleische liegen, miteinander nicht in Verbindung stehen.